Hallo, moin moin und alle herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggle 66, Stunde der Wahrheit. Ja, wir schreiben heute den 4. April, nachdem ich am 2. und am 3. April, Juli, wie komme ich auf April? Nachdem ich am 2. und 3., also vorgestern und gestern, auch jeweils eine Sendung aufgenommen habe. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn irgendetwas an euch nagt, wenn ihr sagt, ich muss das machen. Es lässt euch einfach keine Ruhe, es frisst an einem, man findet einfach keine innere Ruhe, sondern die Sache angegangen ist, die man angehen muss. So geht mir das mit dieser Lesung. So geht mir das nicht damit, weil ich jetzt die nächste Lesung in Kreml und Vatikan, ein Kampf um die Macht durch 5 Jahrhunderte, unbedingt den nächsten Teil lesen will. Es geht darum, weil eine Sache an mir nagt, mit der wir letzte Sendung abgeschlossen haben. Wir haben die letzte Sendung abgeschlossen. Wir haben die letzte Sendung abgeschlossen mit einem Absatz. Darunter ist noch ein Satz, den lese ich auch gleich noch. Und wir haben die letzte Sendung abgeschlossen damit, dass ich etwas aus der Bibel zitiert habe, was mir sehr wichtig erschien und was ganz klar zeigt, aus welchem Geist diese Gesellschaft Jesu, diese sogenannte Gesellschaft Jesu ist und was für eine Lästerung überhaupt, den Namen Jesu zu wählen für die Ziele, für die diese Gesellschaft steht. Das ist mir unbegreiflich, dass jemand, der auch nur ein klein wenig die Jesuiten kennt, wie sie wirklich sind, das akzeptieren kann. Wir gehen gleich nochmal in das letzte Gelesene rein, auf Seite 124, der zweite, aber erste volle große Absatz. Ich lese diesen Absatz nochmal. Ich lese dann auch den Satz, der darunter steht, den ich letztes Mal nicht gesagt habe. Und obwohl dieses Video, also diese ganze Lesung von dem Buch, keine Bibelstudie sein soll, kann ich es mir nicht verkneifen, dass wir einmal kurz die Bibel zitieren, um wirklich mal ein paar Punkte eben deutlich zu machen. Und das ist so wichtig, gerade im Verhältnis zu dem, was hier gesagt wird von dem Autoren. Also wir lesen nochmal. Im Jahre 1772 erfolgte die erste Teilung Polens zwischen Preußen, Russland und Österreich. Außer dem vordergründigen Gebietszuwachs jener drei Regierungen hatte diese Maßnahme kirchenpolitische Hintergründe. Polen war für die katholische Kirche noch immer das Ausfallstor für die katholische Missionsarbeit und Propaganda in Russland. Das war zur Zeit des Demetrius-Unternehmens schon so gewesen und das war es auf andere Weise noch immer. Bereits im Jahre 1728 sah sich die russische Regierung veranlasst, eine Verfügung zu erlassen, welche den römisch-katholischen Geistlichen die Einreise verbot und die zum Katholizismus übergetretenen Russen mit Ausweisung bedrohte. Dementsprechend forderte der Vatikan den König von Polen zur Unterdrückung der russisch-orthodoxen Gläubigen und der russisch-orthodoxen Priester in Polen auf. Im Jahre 1762 erging eine neue Mahnung des Papstes an den König von Polen, unter keinen Umständen zu dulden, dass, Zitat, die Wölfe in der Herde wüten, Ende Zitat. Mit den Wölfen waren die russisch-orthodoxen Geistlichen gemeint, mit der Herde die Katholiken. Diese Metapher von den Wölfen und der Herde verrät den Einfluss der Jesuiten. Sie findet sich nämlich wörtlich bereits in dem berühmten Werk Imago Primi Circuli Societatis Jesu, Antwerpiae MD X1. Dort heißt es in deutscher Übersetzung als eine Kriegserklärung an alle Andersgläubigen, Zitat, solange Leben in uns ist, werden wir zur Verteidigung der katholischen Herde die Wölfe anbellen. Frieden ist ausgeschlossen. Die Saat des Hasses ist uns eingeboren. Und diese Saat des Hasses gegen alle Andersgläubigen waren Polen nach der gescheiterten Gegenreformation in Deutschland und Russland herrlich wie am ersten Tag aufgegangen. Die Saat des Hasses war aufgegangen. Es lag mir und liegt mir immer noch, weil es noch nicht vorbei ist, es liegt mir unglaublich stark am Herzen, jetzt einmal kurz in die Bibel hineinzugehen. Ich hatte ja, wie gesagt, letztes Video damit bereits beschlossen, wie Jesus Christus eine ganz andere Haltung hat, als die, die die Jesuiten hier öffentlich an den Tag legen.
wo Jesus Christus liebt und Liebe predigt, hassen und morden die Jesuiten. Ich habe mir dann gedacht, ich gehe mal ganz kurz in die Bibel nur rein und wir gehen in das 6. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Und ich habe das hier mit Google-Übersetzer ganz sporadisch kurz übersetzt im Google-Übersetzer Lukas Kapitel 6. Ein ganz interessantes Kapitel, was man sicher mal ganz lesen sollte. Und ich werde mich in der Zukunft, wenn diese ganzen Dinge hier vorbei sind, diese ganzen Studien, mit denen ich mich im Augenblick noch beschäftige, wenn die vorbei sind, dann werde ich mich voll und ganz zulegen auf Bibellehre. Und zwar für mich selber und auch für meine Zuschauer. Also mit anderen Worten, dann mache ich Videos über die Bibel und was die Bibel sagt und was die Bibel damit meint. Mit Ja sollte Gott gesagt haben, in zwei Sprachen, Englisch und Deutsch, bin ich damit ja bereits angefangen. Aber es wird noch viel tiefer gehen. Aber das ist im Augenblick noch Zukunftsmusik, weil davor habe ich noch jede Menge andere Dinge, die ich machen will und auch, so Gott will, machen werde. Lukas Kapitel 6, ab Vers 27. Jesus Christus spricht hier und sagt: Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch hassen. Wie klingt das denn bitte schön im Lichte der Jesuitenlehre, die sagen, solange Leben in uns ist, werden wir zur Verteidigung der katholischen Herde die Wölfe anbellen. Frieden ist ausgeschlossen, die Saat des Hasses ist uns eingeboren. Der Hass ist den Jesuiten eingeboren. Können sie dann, wenn sie sich Gesellschaft Jesu nennen, nach Jesus Christus, Hass predigen und Hass leben und Hass verbreiten? Wie kommt das damit zusammen? Wie steht das gegenüber dem, was Jesus Christus selbst sagt? Und es gibt viele Stellen, wo Jesus Christus das predigt. Ich habe jetzt lediglich mal Lukas Kapitel 6, Vers 27 und die folgenden rausgesucht. Wir lesen noch ein wenig weiter. Also behaltet immer im Hintergrund, was die Jesuiten gesagt haben. Behaltet immer im Hintergrund, dass die Jesuiten sagen, Frieden ist ausgeschlossen, die Saat des Hasses ist uns eingeboren. Das müsst ihr im Hinterkopf behalten. Jesus Christus sagt, aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen, segnet die euch verfluchen und betet für die, die euch beleidigen. Und wer dich auf die eine Wange schlägt, dem biete auch die andere dar. Und wer dir den Mantel nimmt, dem verbiete nicht auch den Rock zu nehmen. Gib jedem, der dich bittet, und von dem, der dir deinen Besitz nimmt, fordere ihn nicht zurück. Und wie ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, so tut auch ihr ihnen ebenso. Das ist ein ganz bekannter Spruch, den jeder kennt. Was du nicht willst, was man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Das kommt aus der Bibel. Wie so viele Anführungszeichen unten, Sprüche, Anführungszeichen oben, die wir in unserem Leben gebrauchen und uns gar nicht bewusst davon sind, dass diese Sprüche einen biblischen Hintergrund haben. Und wie ihr wollt, dass die Leute euch tun sollen, so tut auch ihr ihnen ebenso. Denn wenn ihr die liebt, die euch lieben, welchen Dank habt ihr dafür? Denn auch die Sünder lieben die, die sie lieben. Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank habt ihr dafür? Denn auch die Sünder tun dasselbe. Und wenn ihr denen leid, von denen ihr etwas zurückbekommen hofft, welchen Dank habt ihr dafür? Denn auch Sünder leihen Sündern, um dasselbe zurückzubekommen. Aber liebt eure Feinde, tut Gutes und Leid, ohne etwas dafür zu erhoffen. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Kinder des Höchsten sein. Denn er ist gütig gegen die Dankbaren und gegen die Bösen. Seid also barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann werdet ihr nicht gerichtet. Verurteilt nicht,
dann werdet ihr nicht verurteilt. Vergib, dann wird euch vergeben. Gib, dann wird man dir ein gutes, volles, gerütteltes und überfließendes Maß geben. Denn mit demselben Maß, mit dem ihr alle messt, werdet ihr wieder gemessen. Ich will jetzt gar nicht dazu übergehen, diesen wunderbaren biblischen Text aus dem Lukas-Evangelium zu analysieren und zu besprechen. Wie gesagt, das wird an anderen Orten mal passieren, nicht hier und heute. Aber ich denke, es ist ganz offensichtlich, es ist sowas von deutlich, dass wir sehen, dass das, was die Jesuiten predigen, genau das Gegenteil von dem ist, was Jesus Christus predigt. Liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Das ist schwer, ich weiß. Glaubt ja nicht, dass mir das immer leicht fällt. Oftmals kann ich es selbst nicht. Deswegen probiere ich zu sein wie Christus. Ich bin nicht wie Christus. Ich habe viel zu viele Dinge, wo ich zu kurz komme. Nicht nur an Christus, selbst an vielen anderen Menschen. Und ich weiß es, aber ich arbeite dran. Oder ich lasse den Herrn daran arbeiten, mich zu verändern. Aber ich sage euch, die ihr zuhört, liebt eure Feinde, tut Gutes denen, die euch hassen. Warum? Weil am Ende abgerechnet wird und jemand anders als ihr selber die Abrechnung verteilt. Und dann werden die Leute ihren verdienten Lohn bekommen. Nicht in dieser Welt, nicht von euch und nicht von uns und nicht von mir auch nicht. Deswegen sollen wir denjenigen, die uns hassen, Gutes tun. Sehr, sehr schwer. Aber wie steht das im Verhältnis zu dem, was die Jesuiten sagen? Wenn Jesus Christus sagt, tut Gutes denen, die euch hassen, und die Jesuiten sagen, die Saat des Hasses ist uns eingeboren, Frieden, also im Frieden miteinander leben, ist ausgeschlossen, außer natürlich unter ihren Konditionen. Ja? Ich finde das so einen offensichtlichen Gegensatz. Die Lehre der Jesuiten, die wir hier aus diesem berühmten Werk Imago Primi Seculi Societatis Jesu haben, ja, diese Metapher, ich finde das so einen unglaublichen Gegensatz, das spricht so für die Verbildung, dass man sagt, wie kann eine Gesellschaft von Menschen, die sich dann auch noch Gesellschaft Jesu nennt, eine solche Idee vertreten. Kein Frieden zu schließen, aber die Saat des Hasses ist eingeboren. So wie bei Jesus und bei unserem Vater im Himmel die Saat der Liebe eingeboren ist, ist bei ihnen die Saat des Hasses eingeboren. Dann können wir unmöglich von denselben Zielen sprechen, die zu erreichen es gilt, richtig? Dann können wir nicht davon sprechen, dass diese Jesuiten oder die römisch-katholische Kirche, in der sie ein Orden sind, auch nur in irgendeiner Art und Weise unseren Vater Jahwe im Himmel oder unseren Meister Jesus Christus im Himmel vertreten. Unmöglich. Und das war eine Sache, das lag mir ganz wichtig am Herzen. Ich wollte das unbedingt mal bringen. Und ich möchte einen jeden auffordern, in seiner Bibel nachzuschauen, weil es gibt eine ganze, ganze Menge mehr Texte als Lukas Kapitel 6, wo genau das widerlegt wird, was die Jesuiten hier zu ihrem Dogma im Grunde erklären. Ja? Die Saat des Hasses ist ihnen eingeboren, das ist ihr Dogma, was sie hier erklären. Was ist denn das Dogma von Jesus Christus? Und da gibt es halt viele Stellen in jedem Evangelium. Die gibt es in den synoptischen Evangelien, also in Matthäus, Markus und Lukas. In Johannes wahrscheinlich auch, aber wohl weniger. In Johannes geht es um andere Dinge. Das ist aber nicht der Punkt hier. Wie gesagt, ist keine Bibelstudie. Aber schaut die Bibel mal durch
Und schaut mal, wo Jesus Christus die Dinge genau beim Namen benennt, so wie die Jesuiten das hier tun. Nur schaut da mal, was er sagt und was die Jesuiten sagen. Und wenn wir zu dem Schluss kommen, dass die Jesuiten, die ein Mönchsorden der römisch-katholischen Kirche sind, wenn wir zu dem Schluss kommen, dass die eine komplett andere Botschaft rüberbringen als die Botschaft Jesu Christi, dann können und müssen wir einen Unterschied machen dazwischen. Und da müssen wir die Jesuiten anprangern, wo immer wir stehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wo immer wir stehen in diesem Leben, wir müssen die Jesuiten an der Bibel messen und die Saat des Hasses, die ihnen eingeboren ist, ist genau das Gegenteil von der Saat der Liebe, die Jesus Christus eingeboren ist. Und die Evangelien sprechen ein ganz deutliches Wort dazu. Wie gesagt, ich wollte keine Predigt halten, aber es ging mir einfach darum, diesen Punkt einmal zu machen. Es gibt wenige Punkte in diesem ganzen Buch von Kreml und Vatikan, was ein Buch ist mit vielen Punkten, voll mit vielen Punkten. Aber es gibt wenige Punkte, die ich so ergreifend und so wichtig finde zu besprechen und da eben mal bei still zu stehen und nachzudenken und zu reflektieren und zu sagen von, warte mal, deswegen sind so viele Dinge in dieser Welt verkehrt. Weil man kann euch Hass auch als Liebe verkaufen. Und das ist das Problem, weshalb wir in dieser Welt die Dinge oftmals nicht verstehen. Weil wir unter Liebe etwas anderes verstehen als die römisch-katholische Kirche und als alle ihr angeschlossenen Mönchsorden oder überhaupt klerikalen Orden. Wie zum Beispiel die Jesuiten. Oder die Dominikaner, oder die Franziskaner, oder die Piusbrüder, oder. Es lag mir sehr auf dem Herzen, das loszuwerden. Und diese Viertelstunde oder zwei Minuten länger musste ich daran geben, um das einmal ganz deutlich zu sagen. Diesen Absatz noch einmal zu wiederholen und diesen Punkt einmal hervorzuheben. Jetzt lesen wir weiter in dem Buch auf Seite 125. In dem Maße, wie Katharina in dieser Zeit die sogenannten Dissidenten, das heißt alle Nicht-Katholiken, unterstützte, verstärkte sich die katholische Propaganda gegen Russland, zumal gegen die Zaren selbst. In einem an Voltaire gerichteten Schreiben behauptet Katharina, der päpstliche Nuntius predige in Polen einen förmlichen Kreuzzug gegen sie. Wir haben ja in neuester Zeit wiederum von einem erforderlichen Kreuzzug gegen Russland reden gehört. Die Gegensätze bestehen also theoretisch auch heute noch. Nun, wir müssen uns eben ins Gedächtnis rufen dieses Buches von 1965. Was steht hier nochmal geschrieben? In einem an Voltaire, von dem wohl die Katharina wahrscheinlich nicht sich bewusst war, dass er ein Jesuit war, in einem an Voltaire gerichteten Schreiben behauptet Katharina, der päpstliche Nuntius predige in Polen einen förmlichen Kreuzzug gegen sie. Wir haben ja in neuester Zeit wiederum von einem erforderlichen Kreuzzug gegen Russland reden gehört. Da haben wir ganz am Anfang in unserer modernen Kriegeserie auch drüber gesprochen. Das ist eben, und das ist weniger der Untertitel der modernen Kriegeserie, ne? Ob die Inquisition schon vorbei ist oder eben die Kreuzzüge schon vorbei sind. Nein, ein Kreuzzug ist ein heiliger Krieg. Heilig, was ist denn heilig? Also einen heiligen Krieg gibt es biblisch gesehen überhaupt nicht. Ja, das ist wieder ein weltlicher Term, das ist ein römisch-katholischer Term. Und dieser Kreuzzug ist halt ein heiliger Krieg der ungläubigen Katholiken gegen alle anderen Ungläubigen. Warum ungläubige Katholiken? Weil sie nicht an Jahwe, unseren Vater im Himmel, glauben und weil sie eben auch nicht an Jesus Christus glauben. Nicht an den Jesus Christus aus der Bibel. Sie machen sich ihren eigenen Gott und sie machen sich ihren eigenen Christus. In der Form des Papstes
mehr oder weniger beides in einem. Wir haben in neuester Zeit wiederum von einem erforderlichen Kreuzzug gegen Russland reden gehört. Wir sprechen hier von den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts. Wir sprechen von der Zeit des Kalten Krieges. Wir sprechen von der Zeit, wo der Vietnamkrieg gewütet hat, wo wir aus dem Buch Vietnam, warum sind wir gegangen, von Avril Manhattan wissen, dass die Welt damals am Rand eines Atomkrieges stand, genauso wie es heute teilweise eben auch wieder heraufbeschworen wird, um eben dafür zu sorgen, dass die, zwischen Anführungszeichen, verdammten Ketzer aus römisch-katholischer Sicht endlich vernichtet werden. Dass endlich die eine Welt mit der einen Religion, mit der vollen Kommunion Einzug halten kann in diese Welt. Also in den 60er Jahren hat man von einem erforderlichen Kreuzzug gegen Russland reden gehört. Und in den 2020er Jahren spricht wieder alles von einem erforderlichen Kreuzzug gegen Russland. Russland hat angeblich die Ukraine überfallen und da einen Angriffskrieg geführt. Und deswegen muss jetzt die ganze Welt gegen Russland vorgehen. Das ist doch das, was in diesen ganzen Sitzungen immer beschlossen wird. Ob das jetzt G7 oder G20 ist, ob das europäischer Top ist, ob das NATO-Top-Meeting ist oder wo auch immer. Ja? Immer wird besprochen, wir müssen gegen Russland vorgehen. Gegen Russland, gegen Russland, gegen Russland. Das heißt, mit anderen Worten, wir müssen alles daran setzen, dass die Botschaft von Fatima von 1917 umgesetzt wird und die abgefallene östlich-katholische Kirche sich wieder der westlich-römisch-katholischen Kirche unterwirft. Vollständig. Zur vollen Kommunion. Dass wir im Endeffekt alle anderen Ketzer auch noch mit darunter kriegen. Mit solchen Aktionen wie World Goodwill von Lucis Trust, wo wir drüber gesprochen hatten in den modernen Kriegen, in den 75, 25er, 26er, 27er Serien. Wenn ihr euch das da mal anhören wollt. Dass wir eben dafür sorgen, dass diese neue Weltordnung, die nichts anderes ist als die alte Weltordnung wiederhergestellt, wo der Papst vollständig souverän über alle Herrscher dieser Welt regiert, wiederhergestellt wird. Wir haben in neuester Zeit wiederum von einem erforderlichen Kreuzzug gegen Russland reden gehört. Die Gegensätze bestehen also theoretisch auch heute noch. Nein, nicht theoretisch. Die Gegensätze bestehen auch heute noch. In den 60er Jahren, wo der Autor das Buch geschrieben hat, und in den 2020er Jahren, wo ich dieses Buch mit euch lese. Wie es den russisch-orthodoxen Gläubigen in Polen erging, so erging es den dort lebenden Protestanten ebenfalls. Die Unterdrückungsmethoden aus der Zeit des 16. Jahrhunderts wurden erneuert. Am 11. Juli 1764 schlossen die Regierungen von Preußen und Russland einen Vertrag. Die beiderseitigen Gesandten wurden angewiesen, für ihre Glaubensgenossen in Polen einzutreten. Diese Instruktion lautet, Zitat, durch freundschaftliche und kräftige Vorstellungen soll Polen dazu gebracht werden, oben genannte seit langem bewilligte Privilegien sowohl in Bezug auf Religion als Temporalien wiederherzustellen, die zum großen Teil eingeschränkt oder vollkommen widerrufen wurden. Wenn dieses im Augenblick nicht erreichbar sei, soll wenigstens der gegenwärtige Zustand erhalten bleiben bis zu günstigeren Zeiten. Ende Zitat. Als der polnische Reichstag entsprechende Beschlüsse zur Wiederherstellung der Gleichberechtigung der Bekenntnisse erfasste, erhob der Vatikan Einspruch dagegen. Der König wurde durch die mit der römischen Kirche zusammenarbeitenden sogenannte Bare Adelskonföderation abgesetzt und ein Interregnum verkündet. Also, der König wurde durch die mit der römisch-katholischen Kirche zusammenarbeitende Adelskonföderation abgesetzt. Eine Regierung de facto wurde abgesetzt, um sie zu ersetzen durch eine Regierung de jure, nämlich ein Interregnum, also eine Zwischenregierung, wurde verkündet, die eben Rom freundlich war.
Es entstand nun in Polen ein unauflösliches Durcheinander von politischen Strömungen und religiösen Gegensätzen. Diese politisch-religiöse Verwirrung trug wesentlich zur ersten Teilung Polens bei. In dem Teilungsvertrag zwischen Russland, Preußen und Österreich war für die Bewohner der von den drei Mächten verwalteten polnischen Gebiete das Recht der Option vorgesehen. Wo habt ihr das eigentlich nochmal gehört, dass hier ein Land von drei Mächten verteilt wird? Es konnten also Katholiken, welche nicht unter russischer Herrschaft leben wollten, auswandern, beziehungsweise in ein anderes katholisch regiertes, ehemals polnisches Gebiet, zum Beispiel Österreich, übersiedeln. Aus diesem Grunde mussten die nicht-katholischen Regierungen, Preußen und Russland, in den von ihnen verwalteten Gebieten tolerant sein, damit keine Abwanderung der Katholiken erfolgte. Außerdem hatten sich die drei Mächte ausdrücklich verpflichtet, die Gewissens- und Glaubensfreiheit in ihren polnischen Teilgebieten zu gewährleisten. Aber, so wendet Eduard Winter ein, Zitat, aber die Kirchen waren gerade in diesen Gebieten zu sehr zur politischen Waffe geworden, als dass sie eine solche Gewissensfreiheit für möglich gehalten hätten. Diese Auffassung wurde auch 1772 in dem an Russland gefallenen östlichen Weißrussland geflissentlich verbreitet. So ergab sich eine neue Situation für das Verhältnis Russlands zur katholischen Kirche und zur päpstlichen Kurie im Besonderen. Die russische Regierung war an einem guten Verhältnis zur katholischen Kirche interessiert, um die Abwanderung nach Möglichkeit zu verhindern. Ende Zitat. Man stand also vor der in der Geschichte immer wieder feststellbaren Tatsache, dass die Kirchen im Falle ihr Missionsanspruch verhindert oder der Staat sich ihren Machtansprüchen nicht unterordnen will, zu politischen Kampforganisationen werden. Auf der anderen Seite war Russland bei den damals aufgrund eines gefälschten Testaments Peter des Großen beginnenden Ausdehnungsbestrebungen nach dem Westen genötigt, ein ausgeglichenes Verhältnis zur katholischen Kirche herzustellen und nach einem Modus vivendi mit dem Vatikan zu suchen, also wie man nebeneinander leben kann. Die zweite und dritte Teilung Polens durch die genannten Mächte im Jahre 1793 und 1795 machten ein Ende mit dem polnischen Reich. Friedrich der Große, in dem bekanntlich der Historiker Sugenheim den natürlichen Vater der einstigen Prinzessin Friederike von Anhalt-Zerbst und späteren Zarin Katharina II. Vermuten zu können glaubte, sagte von ihr: Elle n'a aucune religion, mais elle contrefait la dévote. Sie hat keinerlei Religion, aber sie heuchelt Frömmigkeit. Daher hat Brückner auch zweifellos recht, wenn er sagt, Zitat, indem sie die Satzungen der russischen Staatskirche treu befolgte und durch Erfüllung ihrer religiösen Pflichten ihren Untertanen zu imponieren suchte, verband sie damit die Anschauungen der religiösen Duldsamkeit, wie dieselben in der französischen Aufklärungsliteratur Ausdruck gefunden hatten. Ende Zitat. Während Katharina selbst nichts glaubte, erwartete sie aber von der Kirche eine Stütze ihres Throns zu sein. Das Christentum, also Katholizismus ließ hier, war und ist ja bis auf den heutigen Tag, wie Heine meinte, der Talisman, der die Herrschenden und Besitzenden vor politischen und sozialen Umsturzbestrebungen bewahren soll. In einem Brief an den Literaturhistoriker Melchior von Grimm, der lebte zwischen 1723 bis 1807, verglich die alternde Katharina die russisch-orthodoxe Religion mit einer Eiche, die tief im russischen Volk wurzele. Darum sei gerade diese Form des, und ich füge Anführungszeichen hinzu, Christentums, ein Schutz gegen die religionsfeindliche, unmoralische, anarchistische, verbrecherische und diebische, gotteslästerliche und thronumstürzende Pest der Französischen Revolution von 1789. Bis in die neueste Zeit konnten sich viele Menschen die widerspruchsvolle Tatsache nicht erklären, dass Katharina II. Den noch in katholischen Ländern aufgehobenen, vom Papst aufgelösten Jesuitenorden in Russland nicht nur duldete, sondern ihn sogar förderte,
Eine Tatsache, so schreibt Eduard Winter, Zitat, die nicht nur für die aufgeklärten Zeitgenossen, sondern auch für den Oberprokurator des Heiligen Synods, Dmitri Tolstoi, im 19. und die amerikanische Schwester Mary Just im 20. Jahrhundert so völlig unverständlich war. Tolstoi wusste nicht, worüber er sich mehr wundern sollte. Über den offensichtlichen Ungehorsam des Ordens gegenüber dem Papst, der den Orden auflöste, oder über die Protektion, die ihnen die aufgeklärteste Herrscherin dieser Zeit gewährte. Eine Protektion, die bis zur Zerstörung der nationalen Kultur und bis zum Verbot jeder Polemik gegen die Jesuiten in Russland ging. Die Schwester Mary Just sprach von kaiserlichen Anwandlungen, mit denen der katholischen Kirche ungewollt gedient wurde. Ähnlich behauptete bereits de Maistre in einem Bericht an den König von Sardinien, dass die einzigartigste Bizarrerie des Universums den Orden nach Russland gebracht und hier durchgesetzt habe. Die Jesuiten jener Zeit sprachen sogar von einer preiswürdigen Sorgfalt und einer gnädigen Gesinnung der Monarchen gegen die katholischen Gemeinden. Ende Zitat. Es handelte sich indessen bei der Duldung der Jesuiten in Russland um ein ganz einfaches politisches Geschäft. Des Do ut des. Ich gebe, dass du gibst. Was hatten wir gerade in Lukas Kapitel 6 über das Geben gelesen? Der religiöse Standpunkt war für die Zaren unwesentlich. Es galt indessen zu erwägen, ob die Jesuiten für die praktische Politik irgendwie zu verwenden wären. Katharina und ihre Ratgeber, zumal Potemkin, ließen sich von den Jesuiten einreden, dass ihr Orden und ihre Lehren jede revolutionäre Regung im Volk unterdrücken und jedes autoritäre Regime fördern würden. Ein solches autoritäres System war allerdings in ihren Ordenssatzungen verankert. Der Jesuitenorden hat das autoritäre Regime, politisch wie religiös, bis zur allerletzten Konsequenz mit furchteinflößender Unerbitterlichkeit ausgebildet. Niemals hat ein General gehorsamere Soldaten befehligt als der Jesuitengeneral. Die Jesuiten haben ihm bzw. seinem beauftragten Orden unbedingt willen- und widerspruchslos zu gehorchen, als wären sie ein Leichnam. Perinde ac si cadaver essent. So steht es wörtlich und ausdrücklich in den Satzungen des Jesuitenordens. Alle seine, also des Jesuitengenerals, Befehle, und das ist eine Aussage von Napoleon dem I., alle seine Befehle, wären sie auch die Gesetze oder verbrecherisch, gegen die Gesetze oder verbrecherisch, müssen ausgeführt werden. Ende Zitat. Im 17. Jahrhundert hatten sie dieses autoritäre Regierungssystem in dem von ihnen organisierten Staatsgebilde in Paraguay tatsächlich praktisch durchgeführt. Wir hatten über die Reduktion von Paraguay bereits besprochen, auch in dem Griesinger Buch, wenn ihr das nochmal nachlesen wollt. Und die Reduktion in Paraguay sind natürlich auch ein Vorbild, ein Beispiel für die sogenannten sozialistischen Revolutionen, die Oktoberrevolution in Russland mit Trotzki und Lenin, mit später Stalin und der Sowjetunion als Resultat und natürlich auch dieser Umsturz in China durch Mao Zedong, der übrigens auch ein Jesuit war. Ja? Also nochmal, im 17. Jahrhundert hatten sie dieses autoritäre Regierungssystem in dem von ihnen organisierten Staatsgebilde in Paraguay tatsächlich praktisch durchgeführt. Da haben sie einen Gottesstaat auf Erden errichtet. Aber nicht mit dem Gott, dem einzig wahren Gott, dem Gott aus der Bibel, sondern mit ihrem Gott, dem Mann aus Rom, dem Antichristen. Zitat: Die Jesuiten legten ihre Organisation des Staates, so schrieb Lugones in einem seiner Jahre 1904 in Buenos Aires erschienenen Buche El Imperio Jesuitico, also das jesuitische Imperium, die des eigenen Ordens zugrunde. Die Jesuiten legten ihre Organisation des Staates, die des eigenen Ordens zugrunde. Gegründet auf die drei Prinzipien: Kommunismus, absolute Autorität und Verzicht auf die eigene Persönlichkeit.
Ende Zitat. Sehr richtig, schreibt Eduard Winter, Zitat. In Wirklichkeit wurde hier ein Kompromiss geschlossen. Für die Erhaltung des Ordens in Russland bot die Gesellschaft Jesu ihre Hilfe zur Gewinnung der Loyalität der neuen Untertanen in den ehemals polnischen, jetzt russischen Gebieten an und versprach sich als wertvollster Bundesgenosse im Kampf gegen jede revolutionäre Bewegung für die Erhaltung der herrschenden gesellschaftlichen Zustände in Russland zu bewähren. Kaiserin Katharina verstand das Bündnis auch ganz in diesem Sinne und kämpfte Zeit ihres Lebens mit einem immer wieder angeblich unverständlichen Eifer für die Erhaltung der Gesellschaft Jesu in Russland. Ende Zitat. Nun, was wir hier jetzt gerade lesen, da geht es um die Zeit im 18. Jahrhundert, nicht wahr? Also noch vor der Jesuitenorden verboten wurde und in der Zeit, wo der Jesuitenorden verboten wurde. Ende des 18., ganz Beginn des 19. Jahrhunderts, eher noch Ende des 18. Das ist deswegen wichtig, um im Kopf zu behalten, weil wir ja, nachdem Napoleon abserviert wurde, wie ich ja bereits letzte Sendung gesagt hatte, 1815, wo er die Schlacht in Waterloo verlor, was nicht irgendwie zufällig war, sondern alles geplant war natürlich, und er dann verbannt wurde auf die Insel Elba, meine ich, seine letzte Verbannung, und dort dann ermordet wurde. Danach hatten wir ja drei Friedenskonferenzen hier in Europa, wovon die meisten nur den Kongress von Wien von 1815 kennen. Es gab aber auch noch zwei andere Kongresse, nämlich den von Chiri und den von Verona. Und in diesen drei Konferenzen, und das ist jetzt nicht das, was in offiziellen Geschichtsbüchern steht, das ist das, was ich euch sage, weil ich das bereits studiert habe, jahrelang. In diesen drei Konferenzen haben die Jesuiten, die ja 1814 wiederhergestellt wurden durch Papst Pius VII., da haben die Jesuiten ganz klare Absprachen getroffen mit den Regierenden in Europa. Genau das, was sie hier mit der Zarin gemacht haben, ja, wo also hier Eduard Winter schreibt, hier wurde ein Kompromiss geschlossen, für die Erhaltung des Ordens in Russland bot die Gesellschaft ihre Hilfe zur Gewinnung der Loyalität der neuen Untertanen und versprach sich als wertvollster Bundesgenosse im Kampf gegen jede revolutionäre Bewegung. Ja? Die Jesuiten beschützen also die Herrscherin gegen jede revolutionäre Bewegung. Sie sagen, und das ist ja das, was dann später passierte, schau mal, was in Frankreich passierte mit der Französischen Revolution, der sogenannten, wo ja tagtäglich rund um die Uhr Blut floss, das Blut der Adligen, das Blut der Herrschenden. Durch diese Revolution hatten natürlich all die anderen Herrscher Angst, dass ihnen dasselbe passiert. Also treten die Jesuiten auf und sagen, passt auf, ihr gebt uns carte blanche, dass wir handeln können, wie wir wollen, wie wir es für gut heißen, dass wir dir unsere Prinzipien Kommunismus, absolute Autorität und Verzicht auf die eigene Persönlichkeit überall durchsetzen können. Ihr gebt uns die Möglichkeit, in euren Gebieten das zu tun. Dafür beschützen wir euch, dafür wird euch keine Revolution den Kopf abschlagen. Das war die Botschaft, die hinter verschlossenen Türen in diesen drei Konferenzen, Wien, Verona und Chiri, gemacht wurde. Und als politische Weiterentwicklung haben wir dann gesehen, wie überall mehr oder weniger die autoritären Regierungen einen Schritt zur Seite gemacht haben und Demokratien eingeführt wurden, die vom Papsttum absolut verhasst sind. Was wir wissen aus dem Syllabus der Fehler von 1864 von Papst Pius IX. Sie hassen jede von unten nach oben organisierte Regierung. Für die römisch-katholische Kirche existiert nur die von oben nach unten durchgeführte Regierung. Autoritär. Ja? Absolute Autorität. Absoluter Verzicht auf die einzelne Persönlichkeit in jedem Staat, in jeder
Zelle des Staates, also auch der Familie, der kleinsten Zelle einer Nation. Der Punkt, auf den ich hinaus will, ist, die Jesuiten haben mit den Herrschern diese Übereinkunft getroffen. Dann sind diese ganzen Demokratien aufgekommen, wo die Leute dachten, jetzt sind wir frei, jetzt haben wir den Adel, die Aristokratie auf die Seite gestellt, wir haben den König entmachtet und. Wir sind jetzt diejenigen, die Macht haben. Es gab dann später im 19. Jahrhundert den Marsch auf Rom von Garibaldi, Victor Emmanuel war es, glaube ich, in den 1860er Jahren, ja, die Wegnahme der päpstlichen Staaten, ja, die Zeit, wo man eben sagt, wo der Papst keine weltliche Macht mehr hatte. Wir erinnern uns, dass in vielen Staaten eben Republiken eingeführt wurden. In Deutschland war ja auch der Kaiser mehr oder weniger nur noch ein repräsentatives Staatsoberhaupt. Er hatte ja nicht mehr die Macht, wie ein Kaiser das früher hatte. Die Könige, wie heute in den ganzen Ländern, guckt doch mal, Spanien, Dänemark, Norwegen, Belgien, diese ganzen Länder, die heute noch Königreiche sind, die Könige und Königinnen sind doch nur noch repräsentativ, wie Staatsoberhäupter ohne wirkliche Macht. Die wirkliche Macht im Staate hat, zwischen Anführungszeichen, das Volk. Das wird gesagt. Das haben die Regierungen, die durch das Volk, zwischen Anführungszeichen, gewählt werden. Ich muss hier nicht mehr auf die Details eingehen. Ihr wisst, was für ein Schmarrn das alles ist. Aber die Jesuiten hatten das hier damals vorgestellt und haben halt den regierenden Aristokraten Sicherheit versprochen, wenn sie ihre Prinzipien der Gesellschaft Jesu auf jeden einzelnen Staat ausbreiten konnten. Und da geht es drum. Deswegen hat Hermann von Rompuy damals gesagt, wir sind alle Jesuiten. Weil wir in jedem europäischen Land komplett jesuitisch regiert werden und komplett beginnen, jesuitisch zu denken. Und überall haben wir jetzt die Einführung dieser sozialistischen Regierungen. Die drei Prinzipien. Kommunismus, absolute Autorität und Verzicht auf die eigene Persönlichkeit. Kommunismus oder sozialistische Agenda. Ja, ich habe mir die Lesung begonnen. Die römisch-katholische sozialistische Agenda, das steht eben genau dahinter. Kommunismus, wo niemand mehr etwas besitzen wird, ne, wie Klaus Schwab vom Weltwirtschaftsforum ja sagt, ihr werdet in 2030, ne, du wirst nichts besitzen, aber du wirst glücklich sein. Ja, aber kein Eigentum zu haben, ist genau das Gegenteil von dem, was Gott in der Bibel uns gibt. Weil wenn wir kein Eigentum haben, dann kann man ja auch nicht stehlen. Okay? Aber in der Bibel steht ja geschrieben, dass ich meinen Nächsten lieben soll wie mich selber. Und wenn ich meinem Nächsten etwas wegnehme, was ich mir selber auch nicht wegnehmen würde, dann tue ich ihm ja weh. Das ist das zweite Gebot, ne? Markus Kapitel 12, Vers 28 und fortfolgende, wo Jesus Christus nach dem ersten, nach dem wichtigsten Gebot gefragt wird. Und das erste Gebot ist halt, höre Israel, der Herr, unser Gott, ist ein Herr und du sollst den Herr, deinen Gott, lieben mit all deiner Macht, mit all deiner Kraft, mit deiner ganzen Seele und mit allem Herzen. Und das zweite Gebot ist gleich dem ersten, liebe deinen Nachbarn wie dich selbst. Wenn ich also diesen Kommunismus einführe und niemand mehr etwas hat, dann sorge ich ja nicht für die allgemeine Liebe, sondern dann sorge ich nur für allgemeinen Neid. Ich meine, ich will da jetzt auch gar nicht detailliert drauf eingehen. Aber ich glaube, dass wir verstehen müssen, dass die Jesuiten hier bereits im 18. Jahrhundert in Russland den Grundstein gelegt haben dafür, für das, was wir heute in 2020er Jahren mitmachen in dieser Welt. Jetzt kommen diese ganzen damals gesäten, diese gesäte Aussaat fängt jetzt an, Früchte zu tragen. Ne? Erst hat es geblüht, das war dann, was ist denn das Blühen der Saat? Das ist, wenn
die Demokratien überall kommen und die Menschen sich in Sicherheit wiegen und meinen, na, jetzt ist ja wieder alles gut, es gibt keine Kreuzzüge mehr, es gibt keine Inquisition mehr, ich bin ja frei, ich habe ja dies, ich habe ja das. Und jetzt, nachdem die Blüten, lass uns mal sagen, verwelkt sind, wird eben geerntet. Ja, genau wie in dem Buch die Arche und die Taube von Jamos Ives. Aber das geht jetzt zu weit, da auch noch reinzugehen. Also es ist ganz, ganz wichtig, dass wir eben verstehen, was hier damals mit Russland an erster Stelle probiert wurde, das probiert die Gesellschaft Jesu mit der ganzen Welt zu machen. Das steht ja, glaube ich, absolut außer Frage. Gut, wenn das außer Frage steht, dann müssen wir eben auch besprechen, wo ist das denn passiert? Dieser Kompromiss, der hier geschlossen wurde zwischen den Jesuiten und der russischen Führerin, der Katharina der Zweiten, hat dazu geführt, dass die Gesellschaft Jesu das hinterher nach den napoleonischen Kriegen in Europa, wo Europa wieder mal am Boden zerstört war, es den anderen Herrschern vorgeschlagen hat, die noch sich sehr bewusst waren von der Französischen Revolution. Und um seinen eigenen Kopf zu retten, sind die Menschen eben zu sehr viel bereit. Und die Auswüchse davon haben wir heute immer noch, spüren wir heute immer noch. In diesen Auswüchsen leben wir heute immer noch. Also, ich hoffe, das ist jetzt deutlich. Eduard Winter schreibt sehr richtig zu dem erstgenannten Zitat, was hier nochmal steht. Ich wiederhole es nochmal. Die Jesuiten legten ihrer Organisation, also der Organisation der Gesellschaft Jesu, diese Organisation legten sie einem jeden anderen Staat auf, also einem jeden Staat zugrunde. Die Jesuiten legten ihrer Organisation des Staates die des eigenen Ordens zugrunde. Jeder Staat muss so organisiert sein wie die Gesellschaft Jesu. Und dabei nicht zu vergessen, die Saat des Hasses ist ihnen eingegeben. Gegründet auf die drei Prinzipien: Kommunismus, absolute Autorität oder absolute Unterwerfung der Autorität und Verzicht auf die eigene Persönlichkeit. Was heißt denn Verzicht auf die eigene Persönlichkeit? Das heißt, ich habe keine Gewissensfreiheit, ich habe keine Redefreiheit, ich habe keine Religionsfreiheit. Das heißt, ich kann meinen Gott nicht wählen, den ich anbeten will. Ich muss den Gott anbeten, der mir von denen gegeben wird. Ich muss also katholisch anbeten und nicht biblisch gesehen anbeten. Ne? Verzicht auf die eigene Persönlichkeit, keine eigene Moral. Ich habe nichts mehr von mir. Ich bin ein totes Werkzeug in der Hand desjenigen, der die Autorität über mich hat. Wie ein Stock in der Hand eines Mannes. Die Jesuiten legten ihrer Organisation des Staates die des eigenen Ordens zugrunde, gegründet auf diesen drei Prinzipien. In Wirklichkeit wurde hier ein Kompromiss geschlossen. Für die Erhaltung des Ordens der Jesuiten in Russland bot die Gesellschaft Jesu ihre Hilfe zur Gewinnung der Loyalität der neuen Untertanen in den ehemals polnischen, jetzt russischen Gebieten an und verpflanzt das dann doch einmal später, in spätere Zeiten, nach dem Ersten, nach dem Zweiten Weltkrieg, in was da passiert ist. Ja? Und versprach, also der Jesuitenorden, versprach sich als wertvollster Bundesgenosse im Kampf gegen jede revolutionäre Bewegung, also versprach das den Herrschern, gegen jede revolutionäre Bewegung für die Erhaltung der herrschenden gesellschaftlichen Zustände in Russland zu bewähren. In Russland haben sie es zuerst gemacht, in allen anderen Ländern haben sie es hinterher gemacht. Warum? Weil es da funktioniert hat. Kaiserin Katharina verstand das Bündnis auch ganz in diesem Sinne und kämpfte Zeit ihres Lebens mit einem immer wieder angeblich unverständlichen Eifer für die Erhaltung der Gesellschaft Jesu in Russland. Weil solange es der Gesellschaft gut geht, geht es mir gut. Das ist das, was sie versteht. Das ist das, was sie vertritt. Und das ist das, was unsere Herrscher heute alle vertreten. Geht es der Gesellschaft Jesu gut, geht es der römisch-katholischen Kirche gut, dann geht es mir gut. Und alle anderen sind mir schnurzegal.
Genau das ist die Zeit, in der wir heute leben. Die Saat wurde damals gesät. Sie wurde begossen, das Beet wurde umgepflügt, die Saat ist aufgegangen, die Pflanze ist gewachsen, sie hat geblüht, aus der Blüte kam die Frucht und diese Frucht wird geerntet. Und wenn da die Ernte kommt, dann haben wir danach diese, zwischen Anführungszeichen, neue Weltordnung. So ganz einfach ist das. Der Autor fährt fort und sagt, natürlich werden solche unnatürlichen Bündnisse stets mit der gegenseitigen Mentalreservation beschlossen, also geistige Zurückhaltungen. Den Partner nach gemeinsam errungenen Sieg über die unterdrückten Völker zu betrügen und ebenfalls zu unterjochen, weil mit den Jesuiten kann man keine ehrlichen Geschäfte machen, weil sie lügen und betrügen. Wir werden noch sehen, sagt der Autor, wie solche Bündnisse auch in neuer und neuester Zeit zwischen sonst grundsätzlichen zweiten politischen und religiösen Gegnern geschlossen wurden. Und dann kommt er hier zu einem interessanten Punkt und sagt, Bismarck sagte am 28. November 1885 im Deutschen Reichstag zu genau dieser Frage, Zitat, da müsst ihr warten auf Folge 13. Weil nach der geballten Information, die ich euch heute gegeben habe, ich dachte eigentlich, das Kapitel zu Ende zu lesen, werde ich genau hier zu diesem Zeitpunkt abschließen und wir werden uns das nächstes Mal in der 13. Sendung zu Gemüte führen, was Bismarck gesagt hat. Und werden noch einmal reflektieren über das, was hier bis jetzt gerade eben gesagt wurde. Es ist mir zu wichtig, als dass ich jetzt unbedingt die ganze Stunde vollkriegen will und unbedingt weiterlesen will. Nein, wir machen hier Schluss. Schaut euch das bitte nochmal an in dem Buch. Ihr könnt das Buch gratis runterladen. Wir haben gerade eben die Seiten 105, 6, 7, 8 bis Anfang 29 gelesen. Lest es selbst noch einmal nach. Denkt darüber nach. Bedenkt, was ich euch gesagt habe. Und wiegt alles, was ich gesagt habe, an der Bibel. Und wenn es korrekt ist und stehen bleibt, dann nehmt es an. Und wenn es nicht korrekt ist, dann verwerft es. Ich kann auch nur mein Bestes tun, die Dinge vernünftig an der Bibel zu messen. Aber jeder macht mal Fehler. Aber ich meine, dass ich hier alles korrekt wiedergegeben habe. Und dass wir, wenn wir uns mit der wahren Geschichte beschäftigen, wie es damals gewesen ist, ganz klar uns bewusst wird, wie die Dinge, die damals passiert waren, Vorläufer waren dessen, was heute wieder passiert. Mit neuen Mitteln zu alten Zielen. Das Ziel bleibt immer dasselbe. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, bitte lest eure Bibel. Shalom, Maranatha.